Also Leute, wir sind jetzt hier auf dem Instagram-Account von Marie. Wirklich ein schöner Account erstmal. Und jetzt darfst du halt Bilder auswählen von dir, okay? Mhm. Oh, Alter, oh. Okay, du hast verkackt. Warte, das reicht. Hey Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Ja Leute, ich hoffe natürlich, euch geht's gut. Und zwar, falls ihr das letzte Video noch nicht gesehen habt, ich habe mir auch diesen Eye-Tracker bestellt. Im letzten Video ging es zwar um was ganz anderes, aber heute habe ich mir gedacht, wenn ich dieses Gerät jetzt schon mal gekauft habe für 160 Euro, muss man das ja auch nutzen. Oder? Ja, auf jeden Fall. Deswegen gibt es heute ein weiteres Video mit dem Eye-Tracker und diesmal eine, ja, ich sag mal so, eine Challenge, die habe ich jetzt so nicht erfunden. Oder was heißt so nicht erfunden? Also es gibt ja schon mega viele Videos, wo YouTuber oder irgendwelche Leute sich so Videos anschauen von so einer Hot Girl Compilation, weißt du? Mhm. Gibt's von dir nicht, deswegen machen wir was anderes. Nein, Spaß. Nein. Und ich habe mir gedacht, wenn Marie jetzt schon mal hier ist, dann machen wir doch mal eine andere Challenge daraus. Und zwar ist das eigentlich wirklich lustig und ich bin auch sehr gespannt. Ich zeige jetzt gleich Marie mein Instagram und darf ihr Bilder auswählen und man sieht ja genau, wo sie hinschaut. Und dann darf Marie ihr Instagram mir zeigen und mir Bilder zeigen, weißt du, wie ich meine? Mhm. Und dann siehst du ganz genau, wo ich als erstes hinschaue. Und mein Bruder ist auch dabei, wenn der will, darf der auch nochmal mitmachen. Darf der auch nochmal sein Profil zeigen? Also ich würde sagen, wir labern gar nicht lange. Oh, hier ganz schön schöne Fotos von mir, ne? Falls ihr mir auf Instagram noch nicht folgt, da heißt ich einfach Alex V. Wir müssen jetzt kurz noch für Marie hier ein Profil anlegen. So, jetzt müssen wir hier so einen Namen angeben für dich. Marie. Also Leute, wie ihr sehen könnt, wir sind hier schon auf meinem Instagram-Profil. Generell von mir irgendwie was, ne? Mhm. Und jetzt bin ich wirklich mal gespannt. Also man muss ja sagen, dass diese Bilder eher langweilig sind von mir, ne? Deswegen, ja. Also ich habe schon wirklich sehr, sehr lange nichts Schönes mehr gepostet. Deswegen müssen wir ein bisschen weiter runterscrollen. Wir fangen einfach mal ganz spontan hiermit an. Das ist hässlich. Was? Das ist hässlich. Also du willst mir jetzt sagen, dass du die ganze Zeit einfach stumpf auf meinen, also... Ich gucke auf unsere Gesichter und jetzt gucke ich auf meinen Arsch. Ich hatte direkt woanders hingeguckt. Okay, egal. Boah, jetzt habe ich aber schon ganz schön... Boah, das finde ich so hässlich. Welches? Das. Das hier? Ja. Warum? Weil ich die ganze Zeit nur deine roten Augen, deine Nase, die da überdimensional groß aussieht, deine Lippen, als hättest du einen Lippenstift drauf und dann diese komische Brille. Was hast du dir dabei gedacht? Weiß ich auch nicht. Und die Haare, ja, okay. Hä? Warte mal. Aber krass, dass du immer direkt so das... ich gucke immer voll das Gesicht an, aber ich gucke immer bei Menschen als allererstes das Gesicht an. Echt? Ja. Das würde ich auch gerne können. Guck, ey, selbst wenn du so runtergehst. Ey, boah, das ist ja schon so alt hier. Die Bilder habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Warte. Guck mal, was fällt dir auf an diesem Bild? Wie, was fällt mir auf? Was fällt dir auf an diesem Bild? Genau passend habe ich hier ins Meer gespuckt. Und das sieht man sogar da drauf. Hier, siehst du? Da? Hä? Nee. Hä, hier, wo die Maus ist. Ach so, bah! Hä, hey, oder ist das Dreck? Na, wovon Dreck? Auf dem Laptop. Vom Meer? Nein. Mach mal deine Augen zu. Mach mal deine Augen zu. Mhm. Genau. Jawohl. Augen sind zu. Und auf. Hä? Was? Aber das war jetzt schon wieder auf dem Kopf als erstes, oder? Ja, ich weiß auch nicht. Bei mir ist immer so der Kopf. Warte, einmal noch Augen zu. Einmal noch die Augen zu. Ja, ich check gar nicht, wo diese Bilder herkommen. What the fuck? Okay, warte. Mach mal auf jetzt, mach mal auf. Hä? Ach du Scheiße. Und wieder auf. Was? Ey, das ist wirklich gut. Respekt. So, Schatz, ich würde niemals fremdgehen. Nein, das meine ich auch nicht. Aber ich würde das jetzt, glaube ich, nicht können. Weil jetzt ist nämlich die Aufgabe, jetzt tauschen wir nämlich die Position. Du hast schon mal deinen Test gut bestanden. Jetzt kannst du mir nämlich von deinem Instagram Bilder zeigen. Und wir stellen das Ganze um auf mich. Also du musst dich jetzt auf diese Seite setzen. Also Leute, wir sind jetzt hier auf dem Instagram-Account von Marie. Wirklich ein schöner Account erstmal. Und jetzt darfst du halt Bilder auswählen von dir, okay? Mhm. Ja, ist gut, das Bild. Wer hat's gemacht? Ich. Aber du bist ja schon so vorhersehbar, dass wenn du die Augen auf hast und sowas geöffnet ist, du wie ein Junge reagierst. Ja, das wollen wir ja testen heute. Auf. Ah! Oh! Du hast aber erstmal auf meinen Kopf geguckt? Nein, ich habe erst nach draußen geguckt. Weil ich dachte so, weil du bist so weit unten. Ja, schöne Füße auf jeden Fall. Aber ich finde auch wirklich hier die Häuser im Hintergrund extrem ansprechend. Das war so schön. Schöne Aussicht. Siehst du? Du guckst auch auf Gesicht.
Sehr gut, Baby. Einfach meine Knie geht. Was ist denn das eigentlich für ein Bild? Ey, das habe ich ja bis heute nicht verstanden. Also ich hätte jetzt, um ehrlich zu sein, gedacht, dass das deutlich schlimmer ist. Ja. Vielleicht ist mir das jetzt auch gar nicht so wirklich, oder uns das jetzt gar nicht so wirklich aufgefallen. Mhm. Aber ich gucke auf jeden Fall auch bei Bildern ziemlich schnell direkt einfach ins Gesicht. Ja. Kann ich auch machen? Aber das ist, glaube ich, zu schnell. Ja, Mann. Ja, das ist zu schnell alles. Das ist doof. Oh, das war ich. Ich dachte so, hä, warte mal, habe ich jetzt da hingeguckt oder nicht? Ach, jetzt bin ich vom Video dahin geswitcht oder wie? Ja. Yeah. Oh, das tut mir aber leid. Okay, mach auf. Oh. Dann tritt ich einfach auf die Ananas. Oh, ja, da konnte ich ja nirgendwo anders hingucken. Man kann immer zur Seite gucken. Oh, Alter, boah. Okay, du hast verkackt. Warte, das reicht. Okay, jetzt noch zum Schluss. Ich muss sagen, bei Videos ist es halt wirklich schwieriger, glaube ich. Mhm. Mach du das mal bitte jetzt hier ganz kurz noch auf warte, ich zeig dir noch ein Video und dann war's das, ja? Mhm. Okay, jetzt kannst du die aufmachen. Ah, da war's schon. Aber guck mal, siehst du das, wie das immer ausweicht, wenn ich zwinker mit meinen Augen? Ja. Ah ja. Ich habe gezwinkert, ich schwöre. Mhm. Du konzentrierst dich aber auch sehr darauf, dass du die ganze Zeit nur... Nein! Doch, das merke ich. Ich schwöre. Du bist richtig konzentriert. Zeig mir ein Video von einem attraktiven Typen, dann gucke ich auch woanders hin. Aha. Aber nicht bei denen. Mhm. Das sind doch hier die erfolgreichsten TikToker. Ah, finde ich jetzt nicht so geil. Leute, das war's auch schon. Ich habe es mir, um ehrlich zu sein, deutlich krasser vorgestellt. Also das ist halt viel schlimmer. Bist du auch noch? Ich habe es mir deutlich schwieriger vorgestellt, aber so ist das. Ich würde sagen, hast du noch irgendwas zu melden? Nö. Nee? Lass es doch nach oben da und wir sehen uns morgen wieder oder übermorgen. Da gibt es wieder ein normales Video von mir ohne Eye-Tracking-Challenge. Haut rein. Ciao.